mal was schöne Musik. Ich mag ja schöne Musik, aber ich kann sie im Fernsehen nicht mehr gucken. Es gibt sie nicht. Es gibt im Fernsehen nur noch diesen Casting-Dreck. Ist das mal aufgefallen? Du kannst nirgendwo im Fernsehen was singen, ohne dass nachher eine Hackfresse was dazu sagt. Immer nur Casting, Casting, Casting. Und wenn einer heult, Kamera drauf, wird ausgesiebt. Furchtbar. Was gucken wir uns da an? Aber was ich denen wirklich vorwerfe, und das finde ich ganz entsetzlich, diese Gleichmacherei, ja, Musikstalinismus, alle müssen gleich singen, sonst kommen sie nicht weiter. Du kannst nicht so einfach singen, so, I wanna kiss you, I love you, baby. Nein, du musst so singen, pass auf. I wanna kiss you, I love you. Mit diesem Betroffenheitsvibrato, ne? I love you, I wanna kiss you. Ich weiß nicht, was die im Arsch haben, ich würde es mal rausnehmen. Weil immer dieses, I wanna kiss you. Wie wäre dann das, wenn plötzlich ein Westernhagen beim Casting auftauchen würde? So, ich liebe dich, ich will dich küssen, liebe dich, küsse, 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 liebe dich, küsse, küsse, liebe, liebe, liebe. Der würde rausfliegen sofort. Oder wer auch garantiert sofort rausfliegen würde, ich hab dich lieb, alles klar, Bussi links, guck mal da. Der würde nicht ins Recall kommen. Und wer garantiert sofort rausfliegen würde, Klebrig, alles klar, küsse. Oh, Schmack auf der Zahl! Da würde der Bohlen höchstens noch fragen, sag mal, der Frosch in deinem Hals zahlt ja auch Miete. So sind die doch, ja. Dabei diese Leute, ja, das waren jetzt die drei wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Popgeschichte. Die werden alle rausgeflogen. Das ist Casting. Dabei freut man sich doch auf jedes Album, oder? Man muss es gar nicht mögen, was so ein Lindenberg oder Westernhagen macht, aber man weiß, jede neue Platte ist ein Ereignis. Da kommt was auf uns zu. Ja, ich leide immer wie ein Hund, wenn ich in der Weihnachtszeit diese Schlageraffen mit ihren Weihnachtsplatten sehe. Ne? Weihnachten mit Patrick Lindner. Ich will es nicht sehen, ich weiß eh, wie es klingt. Aber wie schön wäre das, Weihnachten mit Herbert Grönemeyer. Du Fröhliche. Das wäre interessant, oder? Ja, oder... Da wäre ein Schlager drauf, ne Bethlehem, ich komm aus dir. So. Gib dem Christkind das Kommando, das will ich kaufen. Oder. Oder. Herbert könnte es auch mal bringen, als erster die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive von Josef zu singen. Meine Frau sagt, dass sie schwanger ist, sie hat den Heiligen Geist geküsst. Was soll das? Da wäre ich dabei. Ja. Und wenn ich mir die Weihnachtsgeschichte von Herbert wünsche, dann wünsche ich mir das Osteralbum von Udo Lindenberg, oder? Haben Sie mal versucht, mit Ihren Kindern lustige Osterlieder zu singen? Es gibt gar keine. Woran liegt das? Gucken Sie sich die Ostergeschichte an. Da strickst du kein Kinderlied draus. Was willst du da singen? Schlimme Nacht, leidige Nacht, morgen wird er abgemacht. Das kannst du nicht bringen. Aber Udo Lindenberg mit seiner locker, flockig, positiven Art, der kann auch ein Osterlied singen. Nach deiner Kreuzigung geht's weiter. Am dritten Tag. Ja, das wär's doch. Aber Scherz beiseite. Ich kann diesen Casting-Dreck nicht mehr ertragen. Was gucken wir uns da an? Was ist denn? Es ist ein Spiegel unserer Leistungsgesellschaft. Was wird da gemacht? Ausgesiebt. Wird ständig ausgesiebt. Ja? Den Kindern und Jugendlichen wird vermittelt, guck mal, so ist unsere Gesellschaft. Muss gegen die anderen antreten, Ellenbogen raus, guckst du links, guckst du rechts, wen musst du rausboxen? Überall ist dieser Leistungsgedanke. Das ist furchtbar. Früher wusste ich gar nicht, was das ist. Ich habe es immer nachgeschlagen. Was ist das? Leistung, betrifft es mich? Heute ist es normal. Heute begegnet die mir in Form von Buchungen zum Beispiel. Ja, ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Unternehmer in Süddeutschland. Wir sprechen über Gage. Ich sollte auf seiner Betriebsfeier spielen. Da sagt der allen Ernstes zu mir als Künstler, ja, Herr Schmidtke, wir haben uns überlegt, bei uns werden Sie nach Leistung bezahlt. Ich sage, wie stellen Sie sich das vor? Wollen Sie nur die Gags bezahlen, die Sie auch verstanden haben? Könnte ein billiger Abend für ihn werden, aber... Was soll der Quatsch? Was für eine bescheuerte Idee. Angenommen, wir wollten das. Unterhaltung leistungsgerecht vergüten. Dann müssen wir die Leistung messen. Und dafür brauchen wir Kriterien. Und da hat jeder andere. Eben ein Beispiel. Ich war neulich im Zirkus mit meiner Nichte. Und da war als Abschluss des Abends eine Raubtiernummer. Genial. Da hat der 8 ausgewachsene Löwenmännchen machen lassen. Dem einer zum Abschluss noch den Kopf ins Maul gerannt. Nichts ist passiert. Die Leute sind hoch von den Stühlen und haben gesagt, yeah, super Leistung. War der Abschluss eines wunderschönen Zirkusabends.
für die alten Römer im Kolosseum. Hätte der Abend noch gar nicht angefangen.